Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die hier bei Explorer LP. Mitarbeiter da, grüß dich. Huhu. Und die zweite Hordennacht steht bevor. Quasi um 22 Uhr, quasi. 3, 2, 1, wir haben Spaß, wir kriegen Spaß. Und da ist der Spaß. Ja. 1, 2. Und rechts kommt eine Krankenschwester. Ja, kommt einiges angelatscht. Waffe hätte eine Tischlampe. Aber auf jeden Fall das Helmchen. Bord Helmchen. Wenn die sich jetzt hier aufhalten, ist das wunderbar. Und nicht versuchen, irgendwie in die Tür zu kommen, weil dann sind sie eigentlich relativ schnell drin, weil unser Gefängnis. Demoliert ist. Ah, es geht aber. Das ist mal nicht die Horde, oder? Doch, warum sollte das nicht die Horde sein? Guck mal, was da ankommt. Ja, das funktioniert echt gut. Alter, dieses Visierzucker, ey. Ich geh mal eben außen rum gucken. Ja, warte. Weil ich höre hier irgendwo noch was. Da hinten läuft ein gelber Dicker rum. Gelb leuchtender Dicker. Ja. Ja, man musste reingehen hier an der Munitionsmaschine, die 200 Schuss pumpt. Ich hab da doch Feuermunition. Ja, die werden jetzt aber durch die Tür kommen, ne? Action. Jedes Mal. Ja, bitte. Oh oh. Irgendwas. Das ist die falsche. Ach, das ist ein Polizist. Das ist ein scheiß Polizist. Der spuckt. Nee, mein Junge, das ist die falsche Munition. Nee, du musst R gedrückt halten. Ja, hab ich. Nee, macht er nicht. Okay. 0-0-0. Da hatten wir nicht noch Munitionskisten, da? Kann ich dir gerade nicht sagen. Schau mal, ich mal hier. Ja, da hat er 2,5 Tage so.
ist das denn hier? Ist noch 9 mm. 400 Schuss sogar. Alter. Okay. Vorsicht beim Rausgehen. Omi auch. Hinter dir. Die Spikes sind echt effektiv. Sind wir so bald am Arsch, ne? Die Horde ist schlimmer als die, die wir angefangen hatten. Ist ausdauernder. Ja. Da hatten wir ein paar von den Dicken, die haben uns gerade noch rausgeschickt, aber das war's dann auch. Aber hier. Die Waffe ist am Arsch. Noch 3 Stück hier. Der Loot, der ganze Loot. Gottes Willen. Ja, dann, das Jute zu mir. Alter! Viel schlimmer finde ich eigentlich die Tatsache, dass ich die Defense später wieder aufbauen muss. Ja, das machen wir dann zusammen. Ich gehe dann Holz schon mal kloppen. Ja, aber erstmal gleich looten gehen, beziehungsweise neue Stadt suchen und so, wegen Militärsachen. Weil wir haben ja gar nichts an Militärkanonen gefunden bisher. Guck
kommen noch welche. Alter, da kommt noch eine zweite Welle. Ach so. Ja. Komm mal da hoch. Nein. Oh, auch Mann. Komm mit. Alter, wie viele kommen da denn noch? Auto? Hm. Da ist was da. Zombie kommt unten rein. Knüppel am Sack. Oh! Okay, da läuft jeden Fall. Bin mein Freund. So. Das sollte aber. Es ist noch genug. Sie sterben gerade alle, weil sie sich alle auf den Spikes hier bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Vier Muttis. Oh, eine Mutti. Ja. Guten Tag, junge Frau. Absolut in der Quelle. Nur Schiete. Ja gut, ich habe jetzt relativ viel Muni eben gefangen gehabt. Wer weiß, was gut ist. Parieren eben. Jupp. Freue ich mir. Genialste Erfindung im Spiel. Die hier noch eingefräst, dann leck's mich am Arsch. Dose Pumpestörer gehabt. Jetzt war noch nichts Besonderes dabei. Ja gut, die Zombies an sich hin verlassen ja auch nichts Besonderes fallen.
Ja, aber nicht? Nee. Nein, aber schon. Das bei den ersten Folgen, bei der ersten großen Horde. Tag 14 ist da schon geiler Loot dabei, aber bei den fetten Viechern. Aber muss ich mir die Folge noch anschauen. Ja, so viel Klamotten vor allen Dingen. Kappes gebraucht, kein Schwein. Kappes. So. Sauber, ja, müssen wir Holz fahren. Alles reparieren hier. Nee, das werden wir, glaube ich, aber erst irgendwann machen, weil ich möchte ein bisschen scouten, ein bisschen was anderes außer Basisbau. Das kann ich irgendwie nicht mehr sehen momentan. Quest. Schon haben, zerlegen. Legen. Was gut Gewehr. Oder. Sonst noch was zerlegen können. Den Kram hier. Den Schrott. Ja, ja ich die. Nur Crap. Ja, und sie haben nur die Stelle angegriffen, die am verwundbarsten war. Das so richtig beurteilen können. So. Dann werde ich mal eben meinen Stuff loswerden. Ja, genau. Inventarmanagement. Mhm. Gibt Explorer ja so quasi gar nicht. So, dann schmeiß ich das jetzt alles in eine Kiste und sortiere das später. Echt? Ja, ich habe hier extra noch hinten zwei Kisten. Okay. Ich die ganzen Schmuh jetzt so ein für die Jungs. Gleich tue ich aber vernünftig einräumen und kühlen. Nö, das mache ich alles später. Stone. Ja, das kann. Achso, ja. Sonst haben wir nichts, ne? Was war da oben? Was noch? Okay, ich würde aber gerne noch schnell was ausprobieren. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Nur ob es jetzt vielleicht klappt. Ja, denn. Geht wahrscheinlich nicht, weil wir. Eingangstür 1. Hauseingangstür 2. Tür? Die Tür gesicherte Holztür gefängt. Aufgewertet Hauseingangstür 1. Ist das hier Hauseingangstür 1? Ich hab die Durhänge rausgetan. Okay, Moment. Bin geknallt. So. Okay, jetzt muss ich mal probieren. Tü.
Hättest du gerade die Türpfanne auf? Nee, ich bin gerade. Ich brauche noch 2 Punkte in meinen Fähigkeiten mit meinen Werkzeugen. Ich repariere gerade schon mal ein bisschen die Zäune hier. Gut. Irgendwo? Nein, zufällig. Geschmiedeter Stahl? Nee, normales schwarzes Eis. Hab ich glaube ich gerade alles, bin mir nicht sicher. Okay. Achso, gerade habe ich ja gerade einen Holzbogen, einen orangenen. Ja, meiner. Dafür tue ich hier die schäbige SMG wieder rein. Ja. Und ich tue dir rein Munition da. Ne, die Munition tue ich mir da rein, wo ich sie rausgeholt habe. Das war. Nein. Ja. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Ran damit. Das sieht doch gut aus. Eine Pfeile, Federn. Dann basteln wir uns Pfeile. Es gibt ja auch wieder XP. Juti, 7 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut, sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir noch weiter erkunden. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünschen dir da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.